Wir kennen Sie als Literaturkritiker einer der unterhaltsamsten, kann man sagen. Obwohl Sie natürlich auch sehr oft... Also Sie sagen wir so, die anderen sind tot, oder? Die... Ja. Der eine, der ist ja, man sagt ja immer, Sie sind sozusagen der offizielle Nachfolger von Marcel Reich-Ranicki. Ein Vergleich, den ich finde, der überhaupt nicht stimmt. Eben, aber weil der Reich-Ranicki war nicht der beste Kritiker seiner Generation. Und man hat ja sonst immer, der war zwar der lauteste und der wirkmächtigste, aber er war wirklich nicht der beste. Ja. Weil das Fernsehen sozusagen die anderen Formen ein bisschen überstrahlt, wird es vergessen. Dennoch habe ich ihm sehr viel zu verdanken, das muss ich sagen, weil ohne Reich-Ranicki kein Fernsehen, keine Literaturkritik im Fernsehen wahrscheinlich. Und es ist nicht in der Form. Sie sind ja alles andere als laut. Sie sind ja ein Gentleman. Sie, also, ich bemühe mich drum. Verbal hauen Sie natürlich schon auf die Kacke, wenn Sie mal ein Buch zerreißen, das ist klar. Aber ansonsten sind Sie doch sehr zurückhaltend und eigentlich gar nicht so der Fernsehtyp. So, ne? Es kommt drauf an. Also ein gewisses Sendungsbewusstsein will ich mir ja schon unterstellen. Für die 760 öffentlich-rechtlichen Angestellten, die gerade um mich herumstehen, sieht es so aus, als würde ich einfach nur in die linke Bildhälfte zeigen. Aber ihr, Internet-User, ihr wisst natürlich, dass ich auf ein Video zeige. Nicht irgendeins. Mein Lieblingsvideo! Das ist eins der lustigsten Videos, das ich je gesehen habe. Das müsst ihr unbedingt anklicken. Und wenn ihr schon mal beim Klicken seid, dann abonniert doch den YouTube-Kanal der Pierre M. Krause Show. Da gibt's ganz viele lustige Videos.